Tag und willkommen zum sechsten Teil meines Let's Plays von Kingdom 80 Summer of Greed, einem storybasierten 2D-Strategiespiel von Fury Studios. Es ist die Fortsetzung der Kingdom-Reihe, in der es drei weitere Spiele gibt. Das Video stammt aus einer Streaming-Session auf Twitch, daher nehme ich meist mehrere Folgen am Stück auf und schneide Pausen heraus. Außerdem füge ich Kapitelmarker hinzu. Diese findet ihr unten in der Beschreibung, bei YouTube auch in der Abspielleiste und bei PeerTube auf meiner Instanz über den Kapitel-Button im Player. Wir spielen die deutschsprachige Fassung mit Untertiteln auf macOS. Ich freue mich über eure Kommentare und wünsche gute Unterhaltung. Jo, weiter geht es. Willkommen zurück. Zweite Episode im zweiten Level und wir haben mit Ach und Krach 8 Tage überlebt. 8. Tag ist ein Blutmond. Das heißt, die Gegner sind besonders zahlreich und besonders hart. Mal gucken. Ob wir da was reißen. Im Moment fehlt uns erstmal Geld. Das können wir hier ein bisschen ausgleichen. Ah, okay, wir werden hier angegriffen. Also diesen Tor müssen wir uns nicht nähern. Oder sollten wir es nicht nähern? Das gibt auf die Nutz. Ja gut, dann haben wir jetzt ein bisschen Geld. Da sollten wir mit diesem Geld doch noch unsere Verteidigungsmöglichkeiten ein bisschen aufrüsten können. Insbesondere denke ich, wäre noch der ein oder andere Bogenschütze eine gute Idee. Und hier auch noch ein Erdkämpfer. Okay, die gehen alle nach links. Das lässt vermuten, dass man erwartet, dass der Angriff von links kommt. Das bedeutet, wir würden wahrscheinlich eine gute Idee verfolgen, wenn wir mit unserer kleinen Verteidigungskiste hier auch nach links gingen. Und oh Wunder, das machen wir dann jetzt auch. Okay, das ist eigenartig. Ein Vereinzelter läuft nach links, nach rechts. Na gut, wir werden ja sehen, was passiert. Wenn jetzt natürlich alle falsch stehen, dann wäre es auch ganz ungünstig. Die geschafft. Frage, wie weit unsere Verteidigung rechts gehalten hat. Oder ob da jemand überhaupt angegriffen hat. Das wissen wir. Ah, okay. Ja. Es ist 9, es ist grün. Wir haben einen Tag überlebt, beziehungsweise die Nacht überlebt. Dann ist das wohl in Ordnung. Okay, dann könnten wir jetzt, beziehungsweise nicht könnten, sondern werden wir jetzt nach links vorrücken und wir da ein bisschen Unfrieden stiften.
indem wir hier den besagten besagte Höhle angreifen. Ich denke, es ist plausibel, dass wir hier unbedingt lang müssen. Um da diese Technik zu bekommen. Wird unsere Tonne ganz schön malträtiert, aber ich habe den Eindruck, das hat geklappt. Wir haben das Gerät aufgesammelt. Jetzt haben wir die Arcade auf unsere Seite gebracht. Würde ich sagen, dass wir hier noch Verteidigung ein bisschen aufrechterhalten, ihnen die Möglichkeit geben, da eine Barriere aufzubauen. Ich weiß gar nicht, ob jetzt Tag oder Nacht ist. Ich glaube, es ist noch Tag. Dann haben wir jetzt hier die äußerste Verteidigungslinie errichtet. Und hoffen mal, dass wir damit wieder eine Weile hinkommen. Jetzt können wir diesen Roboter bauen. Ja. Genau. Jetzt haben wir diese Möglichkeit, hier diesen Roboter zu bauen. Das ist gut. Wenn ich das richtig sehe, sind wir jetzt auch einigermaßen gleich verteilt auf beiden Seiten. Das sollte die Verteidigung doch möglich machen. Ja, mal gucken. Haben wir wieder einen Tag geschafft? Holzen hier ein bisschen was weg, soweit wir eben kommen. Ganz weit kommen wir leider nicht. Thank you.
Also unser Geldproblem ist erstmal gelöst. Wir kriegen jetzt auch auf zwei Fronten zusätzliche Leute. Das ist gut. Jetzt müssen wir hier auf dieser Seite die Bäume beseitigen und ich glaube, hier kommt dann demnächst auch schon wieder so ein Höllentor, das wir dann angreifen können. Wenn wir hier die Arcade auch noch vereinnahmt haben, kriegen wir da auch noch Geld. Das hat schon alles seine Vor- und Nachteile, muss man sagen. Achso, und weil wir jetzt den Typen hier haben, den Bastel-Menschen, können wir jetzt hier an dieser Stelle auch Verteidigungstürme errichten. Und zwar nicht einfach irgendwie nur so mit Bogenschützen, wie das in dem Original-Kingdom ist, sondern elektronisch, die auch ein bisschen Reichweite haben. Die kann man dann auch aufrüsten in verschiedenen Stufen, sodass die eigentlich hier eine sehr, sehr gute Verteidigungsalternative darstellen. Jetzt kriegen wir da so einen großen Oschi. Und den kriegen wir natürlich hier mit sowas sehr viel eher beseitigt. Von daher ist das gut, jetzt diese Türme zu bauen. Die kann man auch im Freien stehen lassen. Die müssen also hier nicht hinter einer Barrikade notwendigerweise stehen. Wenn man sie aber im Freien baut, dann können sie eben auch angegriffen werden. Und dann gehen sie auch relativ schnell kaputt. So. Das muss natürlich jetzt unser nächstes Ziel sein, hier mehr Freiraum zu schaffen. Ich weiß nicht, wie weit nach links man hier muss, damit wieder ein Angriff linksbums erscheint. Aber offensichtlich ist es doch noch ein bisschen mehr. Also wir müssen jetzt natürlich hier erstmal wieder Gelände gut machen. Man sieht, es ist hier mal eine Messe, eine Kirmes, irgendwas gewesen. Thank you.
Und dann gehen dann die Leute auch spielen, also unsere Leute, und lassen ein bisschen Geld fallen dabei. Das ist Glücksspiel für Kinder. Also wir haben ein bisschen was nachgelegt, würde ich sagen. In jeder Hinsicht. Sind wir natürlich auf der rechten Seite ein bisschen zu spät gekommen, um unser Gebiet noch zu erweitern. Das war ja eigentlich mein Plan. Hat jetzt hier nicht so ganz günstig funktioniert. Dann müssen wir jetzt doch diese Nacht wieder überleben. War jetzt wieder eine relativ knappe Kiste. Sehen wir, glaube ich, kommen wir schon wieder in ein besetztes Gebiet, wo wir dann uns entsprechend verteidigen. Wir bräuchten jetzt hier, um auch diesen Garage Sale auf unserem Gelände zu haben, noch ein bisschen mehr Platz. Dann können wir hier auch wieder einen Turm bauen. Ich glaube, zeitlich schaffen wir das nicht, den nochmal aufzurüsten. Hätte man die Frage, man kann das auslösen und dann, wenn die nachts aber angegriffen werden, hat man halt nichts gewonnen, ne?
investieren wir doch hier lieber in diesen Garagenverkauf. Jetzt haben wir eben hier zwei Türme auf der Seite, man merkt schon, da geht dann einiges. Den müssen wir dann aber noch mal aufrüsten, weil die Wand hält nicht so lange. So. Vielleicht auch noch mal. Genau, dann haben wir hier eine sichere Seite. Eismeise. Und dann müssen wir das ganze Spielchen wieder weiterführen. Wir müssen wieder rekrutieren. Wir müssen wieder mal ein bisschen Geld einsammeln. Okay. Offensichtlich haben wir hier wieder eine Seite verloren. Oh, sogar zwei. Weil hier war die härtere Verteidigungsebene. Ja. Okay. Versuchen wir es hier noch mal. Wenn wir das jetzt nämlich machen, dann holt er den Roboter von drüben. Das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. So. Also wenn man mehrere Dinge an einem Ort versammelt, dann ist schon die Wahrscheinlichkeit, dass man das hier überlebt, wesentlich höher. Thank you.
erreicht uns das. Ah, gerade so. So. Haben wir das Ding hier upgraded. Auch wieder ein bisschen Geld eingesammelt. Kein Geld liegen lassen, das kann uns mal den Arsch retten. So, genau. Jetzt haben wir, glaube ich, hier ganz gut links befestigt. Mal gucken, wie lange es hält. Hat hier offensichtlich erstmal funktioniert, also zumindest haben wir hier die Stellung halten können. Das ist ja erstmal nicht schlecht. Ist das hier schon die besagte Brücke? Nein, das ist nicht die besagte Brücke. Aber das ist hier nochmal ein Spielplatz, wo wir nochmal rekrutieren können. Das ist schon auch gut. Jetzt können wir hier wieder so ein bisschen die Verteidigungsstellung halten, während die da das ausbauen. Das ist natürlich eine gute Möglichkeit, auch nachts ein bisschen Ausbauarbeit zu leisten. So. Haben wir hier diese Position mehr oder weniger gesichert. Kommen eben dann auch mit ihren Artillerien oder wie man das nennen soll und machen da noch einiges kaputt, muss man sagen. Genau, dann lösen wir das hier erstmal wieder auf. Thank you.
Da fehlt uns dann jetzt noch das Gelbe, muss man sagen. Aber das ist nicht so ein ganz großes Problem. Wir müssen ja im Grunde hier nur die Strecke abfahren. Wir haben dann doch relativ schnell, relativ wieder viel Geld. Wieder beisammen. Ich glaube, weiter mit da kommen wir auch nicht. Nee. Ah ja, da ist wieder ein Tor. Das ist wieder so ein Tor, das wir dann jetzt angreifen können. Doch erschreckend, wie schnell hier so eine Palisade fällt. Wie gesagt, ich glaube, das ist jetzt auch der schwere Modus, der das bedingt. Weil das nicht automatisch so schwierig ist. Aber ich meine, ist ja auch klar. Es sollte ja. Man kann dann in der Tat ja auch die Waffe noch wechseln, das habe ich eigentlich noch nie so groß gemacht, aber es gibt dann hier die Möglichkeit. Ist der, keine Ahnung. Das ist, glaube ich, jetzt ein Laser. Mal hoffen, dass der ein bisschen effektiver vielleicht ist. Okay.
So, dann lassen wir die das da noch abholzen. Haben wir jetzt auch ein paar mehr Bauarbeiter, was uns die Sache vielleicht etwas erleichtert, hier auch den Ausbau voranzutreiben. Hier noch mal was aufrüsten? Nein, können wir nicht. Also die Schule ist maximal aufgerüstet. Wir haben hier keine Möglichkeit mehr noch zu drehen. Da haben wir schon das Beste, wo geht. Insofern kann man dann eigentlich nur noch zusätzliche Kräfte akquirieren. Mal wieder die Option, ein anderes Fahrrad zu kaufen. Und glaube ich, im Nebenlevel dann jetzt diese Bushaltestelle, wo man einfach die beigeschalteten Fahrzeuge findet, die man schon hat. Und wir hatten jetzt schon zwei Sorten Fahrzeuge. Und glaube ich, das ist das erste Fahrzeug, also das erste Fahrrad, das ist das Orange, was wir gerade benutzen. Ist ein anderes Fahrrad. Und dann gibt es jetzt da noch dieses Ding hier, das ist so ein. Weiß ich nicht, Bonanza-Rad? Ist das ein Bonanza-Rad? Ich kenne mich da nicht aus. So, jetzt haben wir die hier auf der maximalen Ausbaustufe. Und wir haben auch noch die Barrieren verbessert. Das sollte uns jetzt ein bisschen Luft verschaffen. Können wir jetzt wieder auf die andere Seite rudeln.
Beziehungsweise man könnte auch überlegen, ob wir es jetzt einfach mal versuchen, nach rechts weiterzugehen, so weit wie es halt funktioniert. Frage ist nur, was bringt es uns, ne? Naja, das war offensichtlich hier auch wieder eine knappe Kiste. Vielleicht sollten wir hier doch wieder auch nochmal die Waffe wechseln. Ach, und hier haben wir wieder ein Tor. Ja, also ja, da wir jetzt aber den Blutmond vor uns haben, ist, glaube ich, das faktisch keine gute Idee, jetzt hier den Angriff zu planen, beziehungsweise durchzuführen. Planen kann man ihn natürlich schon, aber ich glaube, es ist besser. Man täte es nicht. Haben wir hier aber auch die stärkste Mauer aufgebaut, die wo geht. Also viel besser als das würde es, glaube ich, nicht. Jo, haben wir hier, glaube ich, gut nochmal aufgerüstet. Mehr kann man, glaube ich, nicht. Ja, jetzt ist die Frage, von wo kommt der Mega-Angriff? Und ich habe das Gefühl, er kommt nicht von hier. Er kommt wohl von der anderen Seite. Das ist natürlich ungünstig. Wäre jetzt hilfreich gewesen, wenn er dann auch hier wäre. Haben wir natürlich leider auch gar keine Möglichkeit, da sehr schnell hinzukommen. Ich meine, wir können rüberradeln, aber
nicht so richtig zu vermuten. Okay. Na, wir haben es geschafft. Offensichtlich haben wir es geschafft. Mal schauen, wie groß der Schaden sich dargestellt hat. Naja, doch. Also man muss schon sagen, wir haben hier wieder kräftig abgeräumt. Wir haben übrigens auch eingeschränkte, wie heißt das, Energie. Also wir können nicht ewig im schnellsten Radelmodus radeln. Dann bleibt er irgendwann einfach so stehen, wie wir es gerade gesehen haben. Man muss also auch ein bisschen haushalten. Was man machen kann, ist, wenn man stehen bleibt, dann wird hier so eine Glimmung geöffnet und dann geht es einem wieder besser. Oh, da haben wir ein Tor zerstört. Natürlich ambitioniert, wie wir sind, versuchen wir einfach gleich das zweite. So sieht das aus, wenn man das nicht geschafft hat. Da gehen wir noch dann lieber hier wieder in Sicherheit.
Zumindest auf dieser Seite scheinen wir einigermaßen sicher zu sein. Ja, dann müssen wir jetzt den Roboter natürlich neu bauen und auch die Tonne. Und dann machen wir das gleiche nur eben nach links. In der Hoffnung, dass das etwas besser läuft. Ich glaube, auch wenn wir nicht regelmäßig unser Geld abholen, dann geht es einfach irgendwann verloren. Natürlich auch nicht so gut. Nun gut, aber ein Blick auf die Uhr zeigt, dass wir 20 Tage geschafft haben und auch wieder einen Blutmond überlebt und dass trotzdem wieder eine Folge vorbei ist. Deswegen werden wir also in Episode 3 des zweiten Levels versuchen, ein bisschen voranzukommen. Wir haben uns ja schon relativ gut ausgebreitet, wir haben auch schon ein bisschen was gewonnen, wir haben noch keinen so einen ganz großen Rückschlag erlitten, von daher sieht es eigentlich ganz gut aus. Insofern optimistisch in die nächste Folge. Bis dahin. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst gern eure Meinung zum Video in den Kommentaren da oder klickt die entsprechenden Buttons. Das ganze Let's Play gibt's als Playlist auch auf YouTube oder PeerTube, wo ihr mir gerne folgen könnt. Die Links gibt's unten in der Beschreibung. Bis denn dann!